da so bestimmte Dinge einfach ausgespart werden von der letzten Folge und nur der große Triumph jetzt am Anfang dann gefeiert wird. Das Liebsystem gehört jetzt uns. Ja, da war ein Fehler auch mit der Aufnahme, also ich kann mir nicht erklären, was du meinst, Dennis. Ja, warte mal ganz kurz, ich muss noch eine Sache machen. Oha, das sieht auch fett aus. Also ich finde das richtig cool, wie wir den Style übernehmen quasi von den anderen Völkern. Das ist richtig cool, dass wenn uns dann irgendeine Bergbaustation gehört zum Beispiel, dass die dann halt noch den Stil von dem alten Volk hat. Und nicht einfach unseren übernimmt. Ist auch ganz schlau, die nicht abzureißen einfach. Ja, ja, aber es sieht halt echt gut aus. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber uhu. Im Jibs-System. Mhm. Ja, ich sehe die Station. Die Bergbaustation auch daneben? Ich sehe nur die Hauptstation. Okay. Doch, warte, doch die Bergbaustation. Nee, doch, ja, Bergbaustation sehe ich. Die schaut geil aus, oder? Die sieht wirklich cool aus. So abgerundet und. Ja? Ja. So rot und blau so leuchtend. Ja, das ist echt sehr cool. Nett. Gut, also bei mir läuft's. Du läuft kannst bei dir. Starten. Bei mir lief's nicht so gut. Okay. Passt. Mantel des Schweigens. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Stellaris in der Star Trek Mod gemeinsam mit dem Dennis. Hallo Dennis, aka das fiese Bernhard. Dominion. Entschuldige mal, also das fiese möchte ich bitte mal, also wenn schon dann das Teuflische oder das Grausame oder das fies ist mir zu schwach. Nein, schickt aber gleich so ein paar mutierte Anwälte rüber. Ja, genau. Also bei den komplette, ich bin schlimmer als Disney. Ich habe mehr Anwärter als Disney. Ich starte tatsächlich in einem richtig schönen System, was mir super gefällt, mehr so auf deiner Seite der Galaxie. Das Monea-System, kennst du das? Also da bin ich jetzt gerade mit der Kamera. Noch nie gehört. War das nicht mal quasi fast deins? Also ich bin mir... La, ich wurde wie versuchen, das sieht du. Ja, du hast ja letztes Mal doch Erfolge gehabt. Du hast das Yip-System erobert von den Moneanern. An Monea bist du aber abgeprallt, wie an so einer harten Betonwand. Ja, echt so ein Crash-Test, den ich nicht überstanden habe. Siehst du im Monea-System das Konstruktionsschiff? Wahrscheinlich nicht. Nee, da sehe ich im Monea-System sich gar nichts. Das sieht auch richtig geil aus. Also ja, die haben schon Style. Wir haben schon bewundert, gerade die Moneaner anhand ihres Raumstationen. Anhand ihres Gesichts wird man nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Style haben, aber... Hätte man nicht erwartet. Aber die Schiffe und diese Bergbaustation, fett. Muss ich dir fast ein Foto schicken davon. Ja, mach mal. Und die Zuschauer natürlich müssen auf meinen Kanal rüber, um das zu sehen. Ja. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Nein, das ist natürlich total toll. Ich freue mich sehr, dass das so gut läuft. Ich habe leider gerade keinen Dingsy übrig hier, keinen Spion, den ich mal auf die, Kollegen Moneaner ansetzen kann. Ja, die gibt's also Spion noch. Spion habe ich da, ich meine. Die gibt's noch ein paar Jährchen leider. Ich glaube auch, ja. Naja, ich sammle mal Informationen über sie. Kann ja nicht schaden. Ein bisschen mehr zu wissen, ist immer gut. So, Bernhard hat mir jetzt gerade ein schönes Bild geschickt von den monianischen Schiffen. Die sehen tatsächlich ganz cool aus. So ein bisschen wie so eine, weiß ich nicht, wie so ein Fisch oder so. So eine Flunder, nur halt nicht auf der Seite. Ja, interessant. Ist ein ganz anderer Schiffsstil als unsere. Von vorne sehen die auch nice aus, warte. Ich schick's dir von allen Seiten, Dennis. Oh, schick's mir von allen Seiten. Da hat er mal einen kleinen Erfolg und hat da irgendwie so ein System irgendwie erobert und freut sich dann ganz naja, toll. Ich zeig quasi meinen Feind, der mich gerade krass vernichtet hat. Ich weiß nicht, was das so toll ist. Du bewunderst ihn halt. Oh ja, die sehen aus wie ein Wal. So, ne? Vorne mit so einem großen Maul sozusagen. Ja, so ein bisschen. Das hat so was Waliges. Wir haben den Wal-Worik gerade ganz schön platt gemacht. Wal gegen Wal-Worik. Wer gewinnt? Wahl, eindeutig. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ich wähle die Wahl. Ja, da hat man keine Wahl, auf jeden Fall. Wenigstens gehört der Fuß wieder uns. Wir haben den Muro wieder zurückerobert. Der Fuß des Reiches. Ich bin aber sehr froh, dass ich jetzt so viel Forschung habe. Das ist so cool, dass ich jetzt das so massiv ausgebaut habe. Jetzt geht's mal richtig voran hier. Mal weggeforscht. Weggeforscht.
alles mal weggeforscht hier. Ich habe das Gefühl, ich habe einen ganz schönen Forschungsstau, der muss jetzt mal aufgelöst werden. Na dann, das tut nicht gut. Nee, so ein Stau ist unangenehm, ne? Das ist das sowohl auf der Autobahn als auch im als auch woanders, ne? Ja, ja. Genau. So, ich muss mal wieder bei den Planeten vorbeischauen, mal wieder ein bisschen was upgraden. Nach dem ganzen Kriegsstress hier. Das kann man auch mal machen zwischendurch. Das stimmt schon. Dann bauen wir mal noch ein kleines Verwaltungszentrum. Der Dennis, läuft jetzt gerade so ein bisschen auch wirtschaftlich bei mir. Ja, ist gemütlich, ne? Offenbar streckt sich hier gehend gerade. Ich glaube, da müsste mal so eine Endgame-Krise vorbeischauen bei dir. Nee, danke. Ist gerade ganz schlimm stressig. Ich muss gerade ganz viel Mineralien verkaufen und Energie und einkaufen so. Ist ganz schwierig. Schwierige Situation. Ja, ich merke schon. Krass, okay. Diese Udine-Unimatrix-Komplexe, die sehen echt lustig aus. Undine Matrix-Komplexe sozusagen. Lustig. Was produzieren die denn so eigentlich? Interessante Dinge. Mal kurz gucken, wann darf ich denn eigentlich die Kravik mal bei mir aufnehmen? Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob ich das überhaupt machen will, weil irgendwie dieses Robotervolk da, will ich die wirklich so komplett integrieren oder reicht es mir nicht? Passt das zu uns? Passt das überhaupt zu uns? Können die auch ihre Form irgendwie ändern? Nee, ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man die auch irgendwie evolutionär sozusagen verbessern oder verändern. Das ist dann halt bei denen halt irgendwie einfach Aufrüstung sozusagen. Da kommt dann eine neue GPU rein. Dann laufen die besser oder so. Aber ja, weiß ich nicht so genau. Ich überlege gerade, ob ich mal wieder einen Krieg führen sollte. Weil jetzt habe ich zwei Folgen hier ganz Undine. Sind schön klein. Ja, ich guck mal ganz kurz, ob ihr immer noch... Nee, ihr seid wieder überlegen. Du kannst einfach schneller Schiffe bauen, offensichtlich. Jetzt wieder reingekracht. Ich bin weiterhin nur bei 53.000 ungefähr. Aber das reicht mir auch. Ich muss wieder auf die Stabilität achten in Azur. Das ist ja ein neues System, was ich mir geholt habe. Und da sind doch keine 8472 drauf. Das kann nicht so weitergehen. Ja, neue Roboter-Sachen haben immer so ein bisschen Probleme am Anfang. Stabilitätsprobleme, meine ich. Ich baue jetzt mal ein paar. Konnte man nicht doppelklicken? Wie hat das nochmal funktioniert? Ach, oha. Was meinst du? Oh, shit. Okay, ich kann es gerade nicht machen, weil mir fehlt Einigkeit. Oh, krass. Ich bin auf null Einigkeit. Hast du auch mal ein Einigkeitsproblem? Oha. Ja. Man ja, darf nicht immer so damit um sich werfen. Mit krass. Du kannst ja mal in deinen Erlassen gucken, ob du da irgendwas abschalten kannst. Ja, ich glaube, das sollte ich dringend machen. Du bist ja gerade auch nicht im Krieg und hast da irgendwie ganz schlimme Probleme sozusagen. Wo waren die Erlasse nochmal, Dennis? Bei Richtlinien und Erlasse. Klingt komisch. Die sind bei Regierung. Bei Regierung, Bei F2 Regierung, da ist der Reiter richtig und Erlasse drin. Früher gab es da mal bis vor ein, zwei Jahren einen eigenen Punkt in dem Hauptmenü Richtlinien und Erlasse, aber jetzt ist das runtergerutscht. Jetzt ist es natürlich wieder super, dass man es genau gleich findet. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, das stimmt schon. Ausmaterialien, Unterhalt, ökologische Kampagne. T-Plan? Mit denen habe ich lange nichts mehr gemacht hier irgendwie. Die T-Plan. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, kann man mit denen nochmal irgendwas machen? Die haben nicht mal eine Botschaft von mir bei sich. Obwohl die Mitglied des Dominions sind seit 200 Jahren. So ein bisschen seltsam. Kann ich da die Vereinbarung mal noch ein bisschen verhandeln? Dass sie mir mal noch ein bisschen mehr Geld überweisen? Doch, das geht doch. Komm mal hier. Heeresausbildung, Armeeschaden. Ja, komm, machen wir das mal weg. So wie du gesagt hast, Dennis, wir sind ja gerade nicht im Krieg. Ja. Hüstel. Alles muss raus. noch ist, stimmt das. Das kann sich aber schnell ändern. Erst Kontakt so, ich schrumpfe jetzt mal meine Vasallen noch ein bisschen. Das habe ich zu wenig gemacht in letzter Zeit. Mal ein bisschen mehr
Geld mir von denen mal geben lassen und Ressourcen und so. Man kann ja von denen, wenn man, das weißt du ja gar nicht, aber wenn man Vasallen hat, dann kann man denen ja sozusagen Tribut abverlangen in verschiedenen Kategorien, Forschung, wie viele Forschungspunkte sie überweisen müssen jeden Monat und so. Ja. Wie viel um den tollen einfache Schutz Ressourcen. Weiter. Genau. Weiter wie viele einfache, wie viele komplexe Ressourcen und wie viele wie heißt das? Strategische Ressourcen. Kinder. Kinder, Drittgeborene. Du würdest dich mit Drittgeborenen zufrieden geben? Alter Falter. Ich habe schon lange nicht bei Crusader Kings gespielt. Nicht mit dir. Ich nehme nur Erstgeborene. Oh, jetzt haben wir gerade irgendwie wieder... Oh ja, 23.50. Der 1.1.23.50. Ein denkwürdiger Tag, Leute. Aus welchem Grund? Was ist da passiert? Es wechselt doch gerade in die andere Timeline. Ah. Ach, Dennis. Außerdem gibt es ein Flottmanöver. Okay. Es sind auch gerade einfach 1000 Sachen gleichzeitig passiert. Oh Mann. Das Spiel kommt gar nicht zurecht. Eine gute Party ist unschlagbar. Was ist denn ja, da? Ja, das habe ich auch gerade. Zeit zum Entspannen, ne? Das klingt doch gut. So habe ich denn jetzt minus 500 Energie plötzlich? Ja, weil sie alle entspannen und keiner mehr was macht. Ja, alle chillen nur noch. Shit, was ist denn das jetzt? Wo ist meine ganze Energie hin? okay. Interessant. Und ein Flottenmanöver. Das Manöver wie geplant durchführen, neues Spezialprojekt oder Flottenübung absagen. Kaufe ich mal ein bisschen Deuterium. Mach mal schon. Für die El Aureana ist es möglicherweise eine schwere Provokation. Oh, pff. Ja, ne? Ja, gut. El was? Dann ist das so. Das ist dann wohl ihr Problem. Ich weiß nicht, warum das mein Problem sein soll. El leckt mich doch am Arsch. El Aure leckt mich doch mal. Genau. Virales vor Ort. Zeit zum Entspannen, okay. Das heißt, meine... Entspannt sie auch? Geht das bei wir euch? Wir entspannen jetzt auch. Einfach in den Pool rein? Nein, nee, meine Truppen sind ja, also ich kämpfe ja nicht an Bord meiner Kampfschiffe. Da sitzen ja Worta und Jem'Hadar, die können sich ja nicht auflösen. Ich sitze ja zu Hause auf dem Fauna-Planeten und gebe die Anweisungen. Geht doch nicht mit in den Kampf. So weit kommt's noch. Da könnte mir ja was passieren, stell dir das mal vor. Allein der Gedanke. So, okay, ich flieg mal da rein. Wir haben in diesem Bundling-System haben wir gerade eine irgendeine tolle Militär- Sache. Eine Militär-Sache. Dann fliegen wir da doch mal hin mit der restlichen Armee, die wir noch haben. Ah. Wir haben... ach, und Zeit zum Entspannen, Dennis. Da musst du dann jemanden hinschicken, um zu entspannen. Ich mach das, ja. Du musst verrückt. Deine Truppe, also Soldaten oder so da hinschicken. Genau, das mache ich gerade. Da passiert irgendwas, oder? Da ist irgendeine Endgame-Krise. ja, die Cocktails sind alle an der Bar. Das ist die große Endgame-Krise. Ich sehe schon kommen, ey. Da ist gleich irgendwas. Oh, ich habe jetzt echt gerade... Wieso habe ich denn wirklich plötzlich so ein fettes Energieproblem? Liegt das an dieser laurentanischen Plage, die hier irgendwie ausgebrochen ist? Das ist ja sehr unangenehm. Ja, kann man schon vorstellen, dass so eine Plage unangenehm ist. Aber minus 500 Energie mal ebenso? So unangenehm? Minis für die Minis. Okay, ich kaufe mal weniger Nahrung. 1600 hat eine Flotte mit Flottenstärke. Da und hier, Admiral ist vor Ort, hat ein Militärschiff. Habe ich einen Admiral? Ich brauche einen Admiral auf meinem Schiff. Dann musst du da einen reinpacken in das Schiff. Hast du nicht immer einen Admiral in deiner Flotte? Nee. Das macht die Flotte ja so bis zu 30% stärker. Das ist ja. Jetzt mal. Wieso ist doch. Was? Ich dachte, ich gebe dir einen netten Tipp. So wird's mir gedankt. Das ist ja wirklich unfassbar. Unfassbar. Dieser hier. Dennis. So. Okay, passt. So, meine Flotte ist unterwegs ins Schiller-System. Oh nein, und was passiert denn hier alles, Dennis? Wieso, was ist denn jetzt schon wieder los? Wir sind auf Trivel gestoßen. Ah, das hatte ich schon, ja. Das ist
In Ocampa? Ich habe sie gestreichelt und gesagt, ach, Tribble sind aber niedlich. Und dann habe ich dafür irgendwie Einfluss bekommen. Das sagst du bestimmt nur so. Und wenn ich es mache, dann so. Nee, war bei mir so. Glaube ich. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das so war. Wir senden ein Team. Natürlich. Ein Tribble-Team. Genau. Ach, da müssen wir auch ein Militärschiff hinschicken. Ja, Leute, wir haben es gerade nicht so mit Militärschiffen. Ist euch bewusst, oder? Habt ihr das mit Monea nicht mitbekommen? So, die schwere Krankheit ist geendet. Jetzt können wir gleich mal gucken am Monatsende, ob das was bringt, dass diese Plage jetzt vorbei ist. Das hat mir tatsächlich wieder 100 Energie mehr gebracht, dass die Plage jetzt vorbei ist. Das ist schon krass, was für ein Einfluss das hat. Schön. Good for you. Ja. Bin immer noch im Minus, aber naja. Schön. Na, jetzt bin ich im Plus. Sehr gut. Freut mich. Sehr, very gut. Toll. Was haben wir hier? Technologie stehlen, weitermachen. Technologie stehen. Grade, so muss ich klaue gerade 5 Technologien gleichzeitig oder so. Mal gucken, ob das auch klappt. So, wir entspannen jetzt. Bei der Ankunft an der Schillerstation werden Founder von einer feinen Auswahl an Speisen und Getränken bla 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 begrüßt. Es ist Zeit, sich zu entspannen. Langweilig. Mhm. Okay. Ja, also, wir entspannen mal ein bisschen. Du entspannst schon vor mir? Zurück an die Arbeit, heißt es jetzt aber. Echt? Ist schon so. Ich habe aber im Situationsprotokoll nochmal Zeit zum Entspannen. Als Ereignis. Aber das mache ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal. Einmal reicht mir. So, wir senden ein Schiff. Wohin? Was, wie, was, wo? Aber ich habe gerade 6 verschiedene. Ich muss das erste Mal seit 3 Folgen, dass ich jetzt hier Pause drücken muss. Aber ich habe so viel Zeug hier gerade gleichzeitig. Ich muss jetzt mal kurz schauen, was das hier alles ist und wie ich das am besten irgendwie angehe. So, jetzt macht ihr erstmal das Spezialprojekt in dem System. Dann haben wir noch eine diplomatische Konferenz. Oh, dann teilen wir jetzt mal unsere Flotte auf, würde ich sagen. Weil sonst geht das ja alles nicht hier. Okay. So, die Flotte fliegt jetzt mal zu der diplomatischen Mission. Wo ist das? Wäre interessant, ob das so geplant ist, dass das gerade alles gleichzeitig passiert, sodass man sich vielleicht ein bisschen aufteilt und dann vielleicht eine Endgame-Krise leichteres Spiel hat. Wie du immer mit... Du willst eine Endgame-Krise ich will die Welt brennen sehen. Ich wünschte das halt echt dringend, habe ich das Gefühl. Ja, aber hier sagt mir, diplomatische Konferenz auf Teplan, ich soll da ein Admiral vor Ort haben, Militärschiff im Orbit. Jetzt mache ich das, jetzt schicke ich da ein Militärschiff und einen Admiral hin und dann sagt er mir, sie müssen nicht den. Forschungsschiff hinschicken. Nee, sie sagt der mir ist jetzt doof. Hier, sie brauchen ein Forschungsschiff da. Das ist irgendwie komisch. Hm. Also ich schicke da jetzt mal einen Admiral hin und ein Forschungsschiff. Beides wahrscheinlich, ja. Ja, so, ich habe jetzt hier noch einen Forscher in der Nähe, der kommt da auch noch hin. Oder hier vom Ivory-System. So, Spezialprojekt untersuchen. So, was haben wir noch? Noch eine diplomatische Konferenz. Ach, du liebe Güte. Nee, ist auch auf Tipp. Ach so, das sind 2 Situationen zur selben Sache. Das ist einmal der Forscher und einmal der Militärtyp. Ja, so, passiert was manchmal. Haben wir hier? Flottenmanöver durchführen ist hier, dann... Das machen wir jetzt aber nicht. Das machen wir kein dann. Flottes Manöver. Mit den anderen Sachen. Nee, das ist mir zu flott, das Manöver. So, wir haben jetzt übrigens die Ancient Ruins mal durchsucht und was haben wir gefunden? 145 Latinum. Ach, geht's ja endlich weiter, okay. Mhm, danke. Schön. Das ist doch. Hat so lange auf Pause, das ist echt schlimm. Leute. Entschuldige mal. Ich habe das Gefühl, hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Kaum hat er mal mehr Schiffe als ich. Mal zur Abwechslung. Das ist wirklich unglaublich. Aber ja, gerade zum Jahresanfang lägt es immer ziemlich stark. Ja, da rechnet er wahrscheinlich irgendwelche Sachen aus und würfelt irgendwelche Sachen im Hintergrund und irgendwelchen Kram. Kann ich mir schon vorstellen. So, immerhin habe ich die Nahrungsversorgung jetzt wieder ein bisschen auf die Reihe gekriegt, indem ich hier ganz viel ausgebaut habe. So, ich schicke euch da jetzt mal rüber auf den anderen Planeten. Dann haben wir wieder mal ein paar Undine da drüben.
dann sollte das doch auch wieder ein bisschen stabiler, ja. Das bauen wir nicht aus. Ich baue jetzt gerade mal wieder ein paar Gebäude aus. Ich das schon wieder ein Weilchen nicht mehr gemacht habe. Aber ich denke, da ist jetzt der Moment mal wieder der richtige. Hier könnte man auch mal nochmal ein paar, wie heißt das, Distrikte bauen. Geschäftsviertel, die nochmal ein bisschen Geld verdienen, weil ich ja gerade so ein bisschen auch Geldprobleme habe. Mal so ein bisschen im Minus bin. Ja, das kriegen wir aber alles hin. Also ich hab doch am Ende so eine starke Wirtschaft, dass so ein bisschen hier und da mal im Minus sein, das kann ich halt immer mit dem Marktplatz aktuell noch gut ausgleichen. Sachen verkaufen einfach und so. Wieso kann ich denn jetzt niemanden mehr rüberschicken? Okay, doch. Schon langsam geht's, okay. Wow, was ist hier passiert? 49%. Ah, ich habe die Station gerettet. Das ist aber schön. Ja, es war so dieses eine Ereignis da irgendwie. Da habe ich jetzt irgendwas dafür bekommen. Irgendwelche Belohnungen. Also irgendwelche Ressourcen und so. Aber das war halt so ein Ereignis von wegen Wahrscheinlichkeiten, dass du das bekommst und das bekommst. Also, ja, keine Ahnung, was ich da jetzt am Ende gekriegt habe. Irgendwas. Zeug. Admiral ist vor Ort, ja, da brauchen wir ja natürlich auch einen Admiral. Richtig. Sehr richtig. Kaufen wir den doch noch. Kaufen wir halt noch einen Admiral. Davon kann man nie genug haben. Oh, ich habe keinen Mineral mehr. Ich habe gerade alle meine Mineralien für Gebäude-Upgrades ausgegeben. Zehntausende. Holy shit. Ah ja, genau. Jetzt hätte ich auch den Wissenschaftler. Den bräuchte ich. Mhm. Okay, das können wir erforschen. Ja, brauchst du auch wieder beides. Dass sie sich nicht zufrieden geben wollen mit einem, der einfach aus dem Orbit irgendwie alles bombardiert, sondern dass sie auch einen Wissenschaftler dabei haben wollen. Das wirklich? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich wusste, dass du mich verstehst, Dennis. Ja. Wir sind auf einer Wellenlänge, was das angeht. Ja, wir schwimmen auf einem Fluss. Einem sehr ekligen Fluss, aber es ist ein Fluss. Ich finde das gar nicht so eklig. Für mich ist das ja völlig normal. No harm, no tribble. Ah, Tribble sind süß. Ich hätte auch gerne ein Tribble. Was ist das? Okay, also wir haben die Tribble erfolgreich uns angeguckt. Wir können jetzt Erfahrung bekommen. Oder auf der anderen Seite, much honor has been won today. Aber wir sind keine Klingonen, also können wir das nicht machen. Es nutzt euch gar nichts sozusagen. Also nette Arbeit, Ehre. Okay, belassen wir es dabei. Was soll ich denn, was soll ich denn mit Ehre, dafür kein rauskommen? Ja. Sklavenrevolte unterdrückt für 15 Jahre, genau so sieht's aus. Es genau, läuft wieder. Famous last words. Flottmanöver, ein trauriger Tag, was? Moment, da kommt schon. Wie ist denn jetzt bei einem Manöver irgendwas schiefgegangen? Das ist ja unangenehm. Zwei unserer Schiffe sind durch einen unglücklichen Zusammenstoß verloren gegangen. Haben die auch wieder ein Upsi gemacht? Ihr das passiert irgendwie häufiger bei dir. Schön, mal, da ich am freue ich mich, dass ich, angekündigt, dass ich mit dir aufnehme, Dennis, heute. Ja. Gehst du halt mit einer gewissen Demut raus aus so einer Aufnahmesession. Finde ich eigentlich auch ganz wichtig, dich mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen. Siehst du, dass du mir entschwebst. Siehst du auch die Kriegserklärungen? Also eine spezielle gerade, die sehr interessant ist? Manche ja, manche nein. Die jetzt gerade nicht. Ich glaube, das ist jetzt die Endgame-Krise, Dennis. Okay, was ist dir denn Kriegserklärung. Passiert? Unimatrix Zero hat dem Borg-Kollektiv den Krieg erklärt. Aha. Genau so habe ich auch gerade geguckt. Wait, what? Ihre Flottenstärke ist unbekannt. Okay. Klingt jetzt also sie heißen Unimatrix Zero. Sie sind... Oh, Alter, natürlich. Genau in meinem System. Oh. Also genau, guck auf mich und da siehst du neben dem grünen Upsi ein gelbes Upsi.
Ja, und der wackelt auch ordentlich mit dem Kopf. Ja. So wie sich das gehört. Also das sind Borg mit Klamotten. Das ist irgendwie sehr seltsam. Stimmt. Stimmt ja gar nicht. Also es scheint irgendwie so eine Abart der Borg zu sein. Vielleicht so ein bisschen wie bei Star Trek Picard in der zweiten Staffel, dass sich die Borg so ein bisschen aufteilen in die netten Borg und die bösen Borg. Verachtenswerte Neutrale klingt auch gut. Verachtenswerte, ist ein bisschen wie diese Dungeons and Dragons, ne, chaotisch böse. So. Zusammengewürfelt. Ja, so ein bisschen komisch. Mhm. Okay. Ja. Ja, haben so Tosklamotten an. Flieg da doch gleich mal rein und mach sie platt. Ja, ist gut, vor allem, wenn wir nicht wissen, wie gut sie sind. Naja, du kannst ja mal ein kleines Erkundungsschiff reinschicken, so mache ich das dann immer. Und dann, wenn das zerstört wird, ist nicht so wild. Ja, okay, die haben auf jeden Fall die 54k Offensive Assets, die gibt's immer noch. Die haben eine 30k Militärmacht. Ja, die Borg fliegen gerade rein, jetzt schauen wir mal. Das ist eher eine blöde Aktion, Borg, glaube ich. Mal schauen. Also 52k zu 57k. Ja, das wird doch bestimmt. Okay, ja, doch. Borg, also ob das eine Endgame-Krise wird, oder wahrscheinlich nur für eine kleine Mini-Borg-Zwischenereignis-Krise. Die Borg haben auch, eine Krise. Ja, eine Identitätskrise auf jeden Fall. Wir dachten, wir sind unbesiegbar, und dann kommt da diese komischen 872, machen alles platt. Verrückt. Okay, aber sie haben das ist nicht kein Schiff, das landen kann, die Deppen. nicht gut vorbereitet. Tja. Hat mal wieder schon ein Schiff, hat das landen kann. Ja, ich hätte da eine Idee. Ich werde parallel nochmal ein bisschen meine Freunde von den Kravik hier ein bisschen schröpfen. Freunde schröpfen, okay. Ja, Freunde, so mache ich das. Und so kennt man mich. Echte Freunde schröpft man ab. Ja, genau. So. Ja, das ist, da sinkt die Loyalität, das finde ich nicht so. Was habt ihr denn vor? Kill it with fire? Nee, das machen die auch nicht. Das wird nicht klappen, Borg. Also ich sag's euch ja nur ungern, was ihr zu tun habt mit Militärkomplexen. Mit euren eigenen, aber ich glaube, so wie ihr das gerade angeht, klappt das nicht. Ihr braucht schon auch Landeflotten, ihr Trottel. Das sind einfach unfähig. Ja, die Borg. Man kann viel bombardieren, aber irgendwann muss man halt dann doch mal in den Nahkampf gehen. Das geht nicht immer alles aus der Ferne. Auch keine Armee mehr drauf. Ja, gut. Ja, dann. Easy Snack. Krieg erklären. Aber ist echt interessant, ne, dass sowas passiert. Plötzlich ploppt da so ein Borg-Unterart auf und dann kann man sich die einfach wegsnacken, so. So ein bisschen. Okay, doch nicht. Geht nicht. Wir haben keine Kriegsgründe. Was? Wieso denn nicht? Ja. Was? Du hast keine Kriegsgründe. Wieso denn? Seit wann brauchen wir einen Kriegsgrund? Oh. Warum brauche ich den Grund für Krieg? Was soll der Scheiß? Das ist ja das erste Mal. Ah. Ich habe gerade aus Versehen meinen Einkauf von Konsumgütern weggeklickt und jetzt bin ich im Minus, oder? Oh nein, Dennis. So, jetzt ist wieder alles gut. Lower your shields. Lower your shields, wenn ihr mich schon so anmacht. Blöd von der Seile anquatschen. Ich würde ja gerne. Wir haben keine Kriegsgründe des Typs Säuberung auf Unimatrix Zero. Lower your shields. Was ihr alles nicht habt, ist ja erstaunlich. Muss man den Kriegsgrund irgendwie wo angeben? Nee, also das Spiel rechnet schon automatisch aus, was du für Kriegsgründe hast. Ich habe ja oft zum Beispiel Ansprüche, welche Ansprüche er setzen kann auf Systeme. Aber du hast ja immer diese Standard-Dinger, die du hast, Säuberung und so halt. Muss ich das in den Richtlinien vielleicht machen? Da kannst du so eine Sachen einstellen, ja, was du sozusagen, was für dich ein Kriegsgrund ist, ob du unbegrenzte Kriege führen kannst oder ob du immer irgendwie einen Anspruch brauchst und so, das kann man da einstellen, ja. Ich weiß jetzt nicht, was du da sozusagen, wie frei du da bist, Sachen einzustellen, wegen deiner Spezies. Weil ich ja eigentlich alle angreifen kann, deswegen. Aber vielleicht nicht Leute. Ich merke schon, wie verwirrt du gerade bist davon, dass du jemanden nicht angreifen kannst. Ja. Das ist dir noch nie passiert. Was nicht den Feind los? Von meinem Feind. Offenbar muss ich das extra einstellen. Die Rebellion meines Feindes, die darf ich offenbar nicht angreifen. Ja, dann lass sie doch jetzt in Ruhe, meine Güte. Was haben sie dir denn getan? Gar nichts haben sie dir getan.
Unterwerfungskriegbedingungen, unterdrückende Vasalisierung. Diejenigen, die wir unterwerfen, sind uns unterlegen. Ja, stimmt. Ist korrekt, soweit stimmt das schon mal, ja. Weit unterlegen. Nicht gerecht. Wie die Monianer. Unsere Untertanen sind ebenso ein Teil von uns, wie wir von ihnen. Ja, genau, das werde ich anklicken. Ja, genau. Der war gut. Okay, übrigens eine Sache gerade auf, nur so nebenbei. Die Oceaner, also meine beiden Nachbarn sind ja das dritte Rakari-Reich und die Oceaner, mit denen ich jetzt immer so Krieg geführt habe in den letzten Folgen, also bis vor wenigen Folgen, regelmäßig. Und die Rakari haben jetzt die Oceaner fast ausgelöscht. Die scheinen auch gerade Krieg gegeneinander zu führen. Die haben sich gedacht, über uns das Dominion, bisschen unangenehm. Rechts von uns die Undine. Auch unangenehm. Naja, dann kämpfen wir gegeneinander. Die wollen auch einfach nur Krieg, dann auch oder? Nicht, ja, Hauptsache Krieg. Irgendwas, Hauptsache irgendwas umfärben auf der Karte. Alles andere ist egal. Also ich habe eigentlich so das Schlimmste vom Schlimmsten drinnen. Säuberung gestattet. Habe ich jetzt auch erwartet von dir, also... So in dem Sinne. Also ich dachte jetzt auch nicht, dass du jetzt irgendwie der großzügige, philanthropische Altruist bist oder sowas. Der nett zu allen ist. So habe ich dich jetzt irgendwie nicht kennengelernt bisher. Dennis. Also es geht jetzt um die Undine, nicht um dich als Person, Bernhard. Nicht verwechseln. Es war so gemein zu mir. Entschuldige mal. Ich bin gemein. Du moderierst immer an mit, das fiese Dominion ist am anderen Ende der Leitung. Ich bin gemein. Glaub's ja. Gut, hast du dann noch irgendwas? Sonst würde ich vorschlagen, dass wir für heute Schluss machen mit dieser Folge. Ist es schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist das wirklich schon so spät? Ja, ist es. Die Antwort lautet ja. Ja. Oh, wir können ein neues Schiff bauen, Dennis. Bio-Schlachtschiff. Sie hat mich schon bei Schlachtschiff. Sie hat mich schon bei Bio. Okay. Interessant. Ja, na, okay, ist doch cool. Dann baust du demnächsten mal ein paar Schlachtschiffe noch und machen. Dann schauen wir an, was das mit deiner Flottenstärke macht. Möchtest du noch haben, Dennis? Was möchtest du haben wollen? Möchtest du noch bauen? Mir fehlt gerade noch Nahrung. Lass schnell wachsen, ich will bauen. Dann kauf dir doch einfach ein bisschen was auf dem Markt. Wenn du jetzt noch 1000 Nahrung brauchst, die gibt's doch günstig auf dem Markt zu haben. Das kann doch nicht so schwer sein. Ein Bio-Schlachtschiff will er noch haben. Naja, gut. Immerhin ist es in Freilandhaltung gewachsen. Das ist doch gut. Im Dibble-System natürlich. Bio-Schlachtschiff, let's go. Let's go. Cool, okay, dann. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Super, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es kann sein, dass es jetzt mal ein paar Tage Pause gibt hier bei unseren beiden Kanälen. Ja, denn ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub und da werden wir wahrscheinlich nicht nochmal dazu kommen, aufzunehmen bis dahin. Also könnte es sein, dass mal eine Woche Pause ist. Aber ich glaube, mitten im Hochsommer mag das auch okay sein, vielleicht mal rauszugehen. Irgendwie in See zu bringen oder sowas. Statt Videos zu gucken. Im Flüssigraum. Genau. Macht das doch einfach mal im Flüssigraum. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Passt, dann danke fürs Dabeisein. Ich zeige noch ganz kurz die Galaxie. Galaxie heißt das ganze Ding. Und zeige euch hier nochmal die ganze Verteilung. Damit ihr da nochmal Bescheid wisst. Das Riesenreich hier, der Dennis. Liebe ich. Ich bin auch noch da. Dann grüner Klecks. Und ja, mal gespannt, was da auf uns zukommt, ob die Endgame-Krise irgendwann kommt und... Vermutlich nicht. Wir sind die Endgame-Krise, das sage ich doch schon die ganze Zeit. Die Föderation sieht jetzt anders aus wieder. Sie haben TNG-Uniformen. Ah, ist das so? Okay. Es ist soweit. Ich schau noch mal kurz rein.
Ach schön, na das ist aber wird aber auch Zeit. Naja, sind ja nur noch 15 Jahre, bis sie die nächsten Uniformen kriegen, die von Voyager und Deep Space Nine. Und dann geht's ja auch relativ schnell zu diesen lila-grauen Uniformen und dann, ja, dann wird's ganz wild, weil dann haben sie in jeder Serie andere Uniformen. Ja, also, jedes Jahr eine neue Uniform. Genau. Na, passt, Leute. Das sehen wir dann. Jetzt genau. Erstmal Schluss. Jetzt Schluss. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Eine Klonanlage. Cool. Auch da finde ich es interessant, dass die Klonanlage mehr Unterhaltungswert oder hier so Unterhaltungszeug produziert. Wo du auch so fragst, okay, gucken die Leute dann den Klon beim Blubbern in den Röhren zu? Ja, wahrscheinlich. Guck, er macht wieder Blub. Oh, ja, also das mit dem Moriana, das fand ich nicht so toll. Ich fand das super. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich hatte meinen Spaß. Und das ist total unterhaltsam. Oh ja, die Borgs sind natürlich in einem Monat auch wieder ready, Krieg zu führen. Na, dann wissen wir schon, was nicht. Das werden sie wahrscheinlich auch machen, weil ich gerade ziemlich schwach auf der Brust bin. Wenn man sich auf eins verlassen kann, dann die Borg. Nach denen kann man die Uhr stellen. Ihre Flottenstärke ist überlegen. Leute! Hilfe! Oh, oh. Das ist halt echt blöd, wenn jetzt die Borg um die Ecke kommen wieder. Hallöchen! Wir haben gehört, Hallim. Ihr habt uns vermisst. Wir hatten schon so lange nicht mehr. Wie lange ist das jetzt her? 10 Jahre oder so? Ewig nicht mehr gesehen. Boah, ihr habt euch aber verändert. Oh, krass. Ihr seid ja nicht doll gewachsen. Wir hatten gedacht, ihr hättet mittlerweile Monea erobert. Aber habt ihr irgendwie nicht gemacht. Woran lag das? Was ist da schiefgelaufen? Irritieren. Lass uns das erzählen, während wir euch ein Röhrchen ins Maul rammen. Lecker, lecker, lecker. Ich glaube, ich werde eher das Rakari-Reich mal wieder angreifen. Die haben schwächere Raumstationen. Bin auch am Überlegen, ob ich nicht vielleicht irgendwas anderes angreifen soll. Die Aayla Orianna da unten zum Beispiel. Ja, die Borg werden es eh wieder als nächstes. Irgend so ein Blitzkrieg halt noch. Ich habe auch noch ein paar Ansprüche auf die Rakari. Ich habe noch so 5-6 Systeme Ansprüche. Die kann ich mir einfach holen. Automated Personnel Units are currently functioning at 68%. Wie geht's mit den Grafik voran bei dir? Die sind jetzt mittlerweile, also ich integriere die jetzt gerade gar nicht komplett. Ich habe die einfach nur als Vasallen und presse sie immer, wenn ich alle 5 Jahre das verändern kann, Abmachung. Diese Vereinbarung, dann erhöhe ich immer die Tributzahlung sozusagen. Die sind jetzt schon bei Ressourcen, sind sie jetzt schon bei plus 45%, was sie zahlen müssen. Also von sozusagen dem Standardwert aus, ich weiß nicht genau, der Standardwert ist halt irgendwie zum Beispiel 200 Mineralien im Monat müssen sie mir zahlen. Und jetzt müssen sie mir schon 280 Mineralien zahlen, also schon 80 mehr. Und ich bei Forschung und Legierungen und so, da mache ich das auch. Da bin ich jetzt aber erst bei 30% plus. Also das stelle ich dann immer so um 15% hoch jedes Mal. Und dann warte ich wieder ab, bis sie wieder, ne, sich wie die 5 Jahre vergangen sind und ihre Loyalitätspunkte sich wieder aufgefüllt haben, so nach und nach. Bis sie dich wieder einigermaßen mögen. Und dann haue ich ihn wieder. Weil man bezahlt immer sozusagen mit Loyalität, wenn man die erhöht. Die haben immer maximal 100 Loyalität. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die einfachen Ressourcen, also hier Energie, Mineralien, Nahrung nochmal erhöhe, dann sinkt die zum Beispiel um 15, die Loyalität, wenn ich es auf die nächste Stufe erhöhe, wieder um 15% mehr. Und bei fortschrittlichen Ressourcen sinkt sie noch doller, weil die wertvoller sind und so. Und dann mache ich das immer so, dass die gerade bei plus minus null ist oder so wieder und dann warte ich wieder ab, weil die steigt halt langsam jeden Monat so um 0,2 oder 0,5 oder sowas. Dann kannst du wieder, wartest wieder ein paar Jahre, dann ist kannst wieder bei 100, dann kannst du ihn, kannst du sie wieder hochstellen. Und irgendwann habe ich sie überall bei 200% und so und dann integriere ich die auch nicht, weil dann sollen die mir mal schön Tribut zahlen die ganze Zeit. Ich probiere das jetzt mal so, weil die anderen habe ich ja dann alle irgendwann integriert und dann ist immer für 1,5 Spielstunden mein Reich halb zusammengebrochen, weil ich die erst sozusagen dann deren ganze Planeten ausbauen musste und bla, weil die ja nichts auf die Reihe kriegen.
Und das mache ich bei den Grafik jetzt einfach mal nicht. Die presse ich einfach nur aus. Habe ich mal mir überlegt. Mal probieren, was damit geht. Okay, das heißt, du brauchst sie dabei noch eher. Weil ich hatte überlegt, die werden vielleicht ein schneller Hubs zwischendrin. Die Grafik willst du haben, ja? Vielleicht. Ja, naja. Ja, dann sind wir wohl mal wieder im Krieg. Klar, Krieg. Naja, ich weiß nicht, vielleicht auch wie einen anderen, aber danach, bei denen, die sind halt doch daneben, das ist halt angenehm. So habe ich noch eine gemeinsame Front gegen die Borg. Hm. Wenn ich mich jetzt noch weiter runter, bei den Mailern zum Beispiel, dann wird es halt irgendwann, dann habe ich so eine enge Schleuse da zwischen den zwischen den Moneanern und zwischen den Borg und es wird dann ein bisschen schwer, da immer rauszukommen und für Nachschub zu sorgen. Ja, das stimmt wohl. Aber die Grafik finde ich gerade ganz angenehm, ehrlich okay. gesagt. Es wäre mir schon lieb, wenn du die noch ein bisschen in Ruhe lässt. Lass mal die noch in Ruhe. Irgendwann übergebe ich sie dir gerne, aber aktuell, die zahlen mir nämlich gerade echt viel Ressourcen, muss man echt mal sagen. Also, das ist echt sehr angenehm. Das macht's gerade sehr, sehr schön. Ja.